Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Teil 22 aus der Defemaremba-Serie. Heute wird der Prompt 22 und ich kann es kaum glauben, schon bearbeitet. Diese tolle Aktion von Luise Heinzel und 49 Dragonflies läuft jetzt nur noch 3 Tage. Das heißt, mit dem Prompt heute haben wir nur noch 4 zu erledigen. Wenn euch interessiert, was ich heute Spezielles und doch auch ein bisschen anders gelungenes aus diesem Prompt gemacht habe, dann bleibt dran. Heute öffnen wir Türchen Nummer 22 schon miteinander. Und zwar von Mones Adventskalender. Wieder ein Schokoladentäfelchen von Lind. Also ein klassisches. Super. Gut für die Pause als Nervennahrung. Und dann nehmen wir die 22 von der lieben Ute. Da. Oh, ich bin so gespannt. Es ist ja nicht mehr weit bis Weihnachten. Ui, wieder so schöne Blätter. Ich meine, sie hat mir die doch in Silber reingepackt. Und jetzt in so einem richtig hübschen, goldenen, schillernden Ton. Klasse. Oh, auch andere hier. Schaut mal, wieder auch diese andere Form. Richtig, richtig hübsch. Toll. Richtig toll. Dankeschön, Ute. Mittlerweile habe ich ein bisschen Angst, dass es explodiert. Wir gucken uns gemeinsam die Prompts an und ich verrate euch schon mal, dass es heute ein bisschen farbig wird. Ein bisschen farbiger als die letzten Tage. Und wir erledigen heute den Prompt 22, Water and Envelope Insert. Und dieses Envelope Insert hat mir schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Probleme bereitet. Insofern, dass ich zum ersten Mal nicht sicher war, was damit gemeint war. Also ich weiß, was es heißt, gar keine Frage. Ein Envelope Insert ist der Innenteil von einem, also das Innenfutter von einem Envelope, von einem Briefumschlag. Also irgendwie wird das schon gehen, aber Wasser? Wasser im Journal? Naja, dann habe ich mir gedacht, so wörtlich muss man das doch nicht nehmen. Und dann kam mir die Idee. Da bin ich wieder. Ich habe mir ein bisschen was zusammengesucht, bin ich auch ganz ehrlich. Ja, also ihr wisst, mein Journal hat kein bisschen Blau in sich. Also gar nicht. Wenn ich eine Farbe nicht verwendet habe, bis jetzt war das blaue Farbe. Und der Fisch ist blau. Ich habe mir den Fisch ausgesucht für heute, weil Wasser und Fisch, na, es ist ja schon ein bisschen naheliegender. Und ja, Fisch, Wasser, blau, gut. Ich habe mir gedacht, das müssen wir machen, aber das müssen wir auch nicht so offensichtlich im Journal machen. Dementsprechend habe ich mir hier einen Briefumschlag mit Kaffee gefärbt, das habe ich schon im Sommer gemacht, mir den vorsichtig aufgemacht. Also eigentlich nur auseinandergerissen, also ne, dass ich den so aufklappen kann. Und normalerweise bei richtig schönen, teuren, edlen Umschlägen hat man hier so ein schönes Futter drin. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist wie so ein Innenfutter für den Umschlag. Und ich habe jetzt Envelope Insert so verstanden, dass das dieses Innenleben ist. Dieser Umschlag hat kein Innenleben. Dem müssen wir abhelfen. Jahrelang rumüberlegt, bei diesem Prompt geschwitzt und gewettert. Und habe mir gedacht, wir machen das jetzt einfach so. Nehmen ein weißes Blatt. Und ich zeichne mir jetzt einfach mit dem Bleistift hier ein künstliches Envelope Insert an. Ich weiß noch nicht mal hundertprozentig, ob wirklich das gemeint war. Also bei allen anderen Sachen war ich mir hundertprozentig sicher, die Bedeutung zu kennen und schon mal da gesehen zu haben, wie man damit im Junk Journal arbeitet. Aber dabei, gut, öfter mal was Neues, ne? So. Also ich falte mir das jetzt hier, das ist einfach einfacher. Da kann ich gleich einfach entlang schneiden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Rundung hier exakt hinbekomme. Das könnte ich mir jetzt anzeichnen, aber ich habe keine Lust, jetzt so super ordentlich zu werden. Ich mache mir einfach so einen Abstand
zeichne mir das so ab, Freihand ab. Seht, ich habe auch schon ganz viele Sachen mir hier bereitgestellt. Brushes sind da oben, verschiedene Blautöne. Wir haben aber auch immer Frayed Burlap da irgendwie rumschwirren und Black Suit auch. Dann habe ich hier noch die rostgefärbten Deckchen, die wir ja auch schon bei dem Seepferdchen verwendet haben. Beziehungsweise die eisengefärbten Deckchen, wenn man die denn so bezeichnen mag. Und ich habe meine Schnipse bereitgelegt. Die Stencil, die selbstgemachten Schablonen, die werden wir auch noch benutzen. Und ich habe mir gedacht, der Baum sieht doch eigentlich aus wie eine Koralle, oder? Ja, geschnitten und Planänderung. Ich habe tatsächlich, wundert euch nicht, das sind La Blanche-Stempel. Die habe ich hinten von dem dicken Gummiklotz, also die haben ja immer so einen Schaumstoffklotz hinten dran. Die habe ich entfernt und ich benutze die so, damit ich die auch auf meiner Stempelplattform und Stempelhilfe einsetzen kann oder so mir auf den Acrylblock kleben kann. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das denn, das so in die Vintage-Richtung wieder zu kriegen. Der Fisch ist ja gut und schön, aber irgendwie kriegt er was Modernes durch die Farbe. Guck mal, was für ein schönes Seepferdchen hier ist. Das hätte ich auch beim Seepferdchen-Prompt benutzen können. Ich werde jetzt hingehen und werde mir hier die Unterwasserpflanzen gleich hier mit stempeln und mit meiner selbstgemachten Alge. Mal gucken, was da alles besser passt. Den Seestern nehmen wir noch mit dazu und den Fisch vor allen Dingen. Seht ihr das? Also wir haben jetzt den fliegenden Fisch, der passt aber auch optisch ganz gut zu dem hier. Und wir haben, den können wir ja vielleicht hier über Wasser setzen, dass der hier, als ob der hier so rausspringt. Und dann stempeln wir den mit der Schablone, oder nicht stempeln, sondern mit der Schablone hier machen wir dann so ein paar Punkte hin und stempeln da mit diesem, ja, diesem Luftbläschen vielleicht noch drüber. Vielleicht sieht das cool aus, wenn der da so springt. Und hier unten so der Wasserspiegel ist, da können wir ja so einen künstlichen Horizont machen, habe ich mir gedacht. Ach, wir legen einfach mal los. Dann wisst ihr auch, was gemeint ist, ne? So, was ich aber vor allem anderen jetzt noch machen werde, ist, mit den ganzen Schnipseln die Außenseite zu bekleben, damit das cool aussieht, wenn wir das wieder zusammenfallen. So, ich hole euch mal wieder. Zeige euch kurz, wie ich das mache. Also ich nehme mir meine Schnipsel und wie gesagt, es lohnt sich wirklich, wenn man das so ein bisschen grungiger haben möchte, dass man überall über die Kanten mit den Distressoxiden nochmal drüber geht, die man so generell im Journal benutzt. In meinem Fall ist das hier Frayed Burlap und das lege ich mir hier auch bereit. Und wenn man es ganz kontrastreich haben will, kann man auch Black Suit nehmen. Ne? Also die haben wir ja auch viele hier drin, aber da ich schon mit Schwarz gestempelt habe, mache ich das jetzt nicht so. So, ich reiße mir jetzt hier von vier ab. Das ist ein recht großes Schnipselstückchen gewesen. Ja, machen wir auch wirklich vier Teile draus. Und dann verteile ich das auch wirklich so. Ne? Dann nehme ich mir hier was Rostiges und so weiter und so weiter. Und lege mir das erstmal alles hin. Ne? So, und mache immer so weiter. Und letztendlich, also ich suche mir immer eine Seite aus, ne? Kann ja auch sein, dass die andere Seite schön aussieht. Und letztendlich klebe ich das alles einfach flächig fest. Ich habe mir gedacht, wir machen da gar nicht lange drum rum. Auf die Collage kann dann quasi noch was Schönes draufkommen. Ich weiß noch nicht, was ich da als Akzent setzen möchte, aber das mache ich jetzt, ne? Ich verteile Schnipsel, Inke bzw. Distresse, reiß vielleicht nochmal nach, so wie hier und ja, pack die Grungy-Schnipsel dann da drauf. Und dann sehen wir uns wieder. Okay. Also, das ist mal ein schöner, grungiger Hintergrund, denke ich, geworden. Ich habe wirklich nur Schnipselchen für Schnipselchen hier angeklebt. Und ich habe mir gedacht, wir können ja dann einen Fisch noch heraussuchen, den wir vorne mit drauf machen. Ich habe gerade auch eine andere Idee. Vielleicht machen wir einen Mensch, der einen Fisch hält, vorne drauf. So ein Klassiker, ne? Also ist nicht meine Erfindung, habe ich schon tausendmal überall gesehen. Wie gesagt, das kenne ich auch überall anders her. Also es ist irgendwie sehr klassisch. Ich gucke mal gleich, ob ich noch von den Tim Holtz Paper Dolls einen habe in die Richtung. Einen Jungen oder ein Mädchen vielleicht auch. Weiß ich noch nicht. Ich gucke mal nach dem Jungen oder dem Mädchen, der oder die das Fischchen halten wird. Und ich glaube, wir werden nicht unseren fliegenden Fisch dafür nehmen. Ein Fischchen muss ich auch noch raussuchen. So. Und wir lassen das wirklich so, dass es auf und zugeklappt werden kann. So, einfach noch ein bisschen nachkleben.
alles kein Beinbruch. Man kann mit, wenn man jetzt mit Klebestift oder so arbeitet, dann legt sich das ordentlich an. Aber ich arbeite nicht gerne mit einem Klebestift. Deswegen bin da immer sehr vorsichtig, weil ich da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht habe. Wenn ihr das gerne benutzt, benutzt einen Klebestift. Ne? Also gar kein Problem. Meiner Erfahrung nach lösen sich die Sachen nach ein paar Jahren einfach auf und ab. Und das finde ich nicht so schön. So, wir müssen vielleicht gucken, dass wir noch so eine Art Verschluss hier vorne machen. So, haben wir alles da. Also ich glaube, hier habe ich schon einen gesehen. So, den habe ich jetzt auch mal in irgendeinem Set gekauft. Bei Amazon war das, glaube ich. Gibt es aber überall diese Junk Journal Sets, wo man sich was rausreißen kann. Und ich glaube, der ist ganz cool. Der ist aber riesengroß. Mal gucken. Und dann suchen wir hier nochmal ein paar Männchen raus. Guck mal, der, genau, den hatte ich im Hinterkopf. Den hatte ich im Hinterkopf, aber vielleicht, also hierfür wäre der wirklich genau richtig von der Größe für den Fisch, meine ich. Irgendwie, aber das, wir suchen lieber einen kleineren Fisch. Und die gibt es ja immer in drei Größen. Dementsprechend, ja, der passt da natürlich besser drauf. Aber ich finde, der geht da jetzt unter. Ne? Ich bräuchte eigentlich so eine Zwischengröße. Aber dadurch, dass das so ein Aufklappelement ist, macht das auch überhaupt nichts aus, wenn der größer ist. Wir müssen nur die Rückseite dann auch einfärben. Und der darf größer sein. Der Fisch muss nur ein bisschen kleiner sein. Machen wir so. Wir müssen, glaube ich, auf dieses Riesentier gleich zurückkommen. Macht aber nichts. Ich habe aber noch hier von Stamparia ein Stempelset gefunden mit Fischen und Luftblasen auch. Mal gucken, welche dann nachher besser aussehen. Und hier habe ich auch noch ein zweites Set von Stamparia, ein Mixed Media Stamp Set gefunden. Und da sind so super coole Wasserpflanzen. Seht ihr mal, habe ich doch Wasserpflanzen. Nehmen wir nachher auch. Nur der Fisch, den habe ich halt zurechtgeschnitten, nur ob der mir so gefällt. Der muss auf jeden Fall dunkler. Ich werde da auch direkt mit Black Suit dran gehen. Bin ich hier am Umschlag jetzt ja auch. Und ich werde hier die Kanten von dem Umschlag auch direkt mit inken. Wie gesagt, der Fisch, der muss jetzt hier eindeutig dunkler. Da ist auch ein Blauton drauf, ja. Aber der ist halt nicht so auffällig wie dieser. Und der kann noch vorne drauf. Also ich muss dazu sagen, ich möchte natürlich das Insert so ein bisschen mit dem Thema Wasser gestalten. Das heißt, das wird auch blau werden und auch mit Wasser besprenkelt werden, sodass die Distressoxide reagieren können und so weiter. Deswegen lasst euch mal überraschen, das wird noch ganz schön viel blau. So, der Fisch passt auf jeden Fall super hierher. Den lasse ich unten dann ein bisschen überstehen, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir die Größenverhältnisse dann hier richtig hinkriegen. Ihn möchte ich gerne hier so auf diese Seite haben, dass wir hier noch ein Schild hinmachen können. Am coolsten wäre es gewesen, wenn er hier hin, wenn der Fisch halt genau so hier drunter gehangen hätte. Sollen wir dem einfach den Arm ein bisschen verändern, dass der, soll ich dem den Arm ein bisschen verändern? Das sieht man schon dann hinterher, aber der könnte den ja auch hochhalten. Okay, es tut mir leid. Wir reparieren dich gleich. So, dann hast du wieder einen Arm. Ja. Ich bin heute so gemein. So, Fischi muss hier hin. In den Vordergrund vor allen Dingen. Und der Arm muss nach oben. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ob das klappen wird. Aber das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann muss der halt ein bisschen weiter hier rüber. Aber Leutchen, das sieht doch gar nicht so anatomisch ultra schlimm aus, oder? Hey, das klappt doch. Das machen wir. Guck mal, und schon passt der Fisch. Und dass er ja zu groß ist, war ja klar, aber das stört ja auch nicht. So, dann gucken wir wirklich optimal. Wir können den Fisch noch ein bisschen hin und her schieben, wo der Fisch hinkommen soll. Soll halt, wie gesagt, auch echt aussehen und nicht so, dass der Arm jetzt hier irgendwie abgefallen ist oder so. Das ist die höchstmögliche Position. Ja, das sieht gut aus. So, Operation gelungen. Patient lebt, Fisch nicht mehr. Ich nehme mir jetzt noch mal ein bisschen den Rest von dem Frayed Burlap, was hier dran ist, und werde hier so ein bisschen drüber gehen, um den so ein bisschen ins Farbschema zu holen. Ne? Um einfach noch den Bauch hier so ein bisschen
Ja, anzufärben, aber nicht viel, ne? Wir sind soweit, wir können unseren Umschlag aufklappen. Den Rest für außen machen wir später. Das Schildchen auch, ich lasse das mal beiseite. So, und wir arbeiten jetzt innen weiter erstmal. Und dann entscheiden wir uns auch noch, ob wir noch was mit dem glänzenden Jungen machen. Mir fiel auch ein, während des Bastelns jetzt, dass man als Envelope Insert vielleicht auch verstehen könnte, dass man zwei Umschläge ineinander schiebt, ne? Es könnte auch sein, dass das so genannt wird, wenn man das so macht. Aber das ist jetzt zu spät. Ich mache das jetzt so. Gut, wir brauchen Blau. Ich habe verschiedene Blautöne hier hingelegt. Einmal Uncharted Mariner, Faded Jeans, finde ich, passt gut dazu dann. Das sind alles unterschiedliche Töne, keine Frage, aber die heben sich so voneinander ab. Price Ribbon bin ich mir noch gar nicht sicher. Das ist eigentlich zu lila. Dann habe ich hier Brushes auch mir noch hingelegt. Habe ich ja schon erklärt, das sind Farbpigmente. Kobaltblau nehmen wir mal davon. Und was haben wir denn hier? Prussian Blue und Turquoise. Die nehmen wir mal zusammen. Und dann probieren wir ein bisschen rum. Hier ist auch viel Lila drin, deswegen das ist so ein bisschen wie Uncharted Mariner. Gucken wir mal, ob wir die dann alle wirklich hier benutzen. Das tue ich schön beiseite. Fällt mir gerade ein, hier innen muss ich auch noch inken. Das male ich noch schnell, weil sonst vergesse ich das immer. Ich fange mal mit Uncharted Mariner ein. Das ist relativ kräftig. Und werde mir jetzt sagen wir mal, hier bis zur Mitte soll Wasser sein. So, das heißt, ich möchte jetzt ja im Endeffekt hier was drauf haben, ne? Ich schmier jetzt so richtig schön, schmirakel so richtig schön rum, weil ich ja irgendwie so ein bisschen undurchsichtiges Wasser haben möchte, irgendwelche, ja, Wellen nicht, sondern Unterwasserwirbel und sowas. Und mal gucken, wie das wird, wenn wir das dann gleich noch mit Wasser besprenkeln. Das soll ja so richtig schön irgendwie alles abdecken. So. Ich lasse das jetzt so. Mehr muss das nicht sein. In der Mitte. Wir probieren einfach mal rum. Unten gehen wir gleich mit Frayed Burlap lang. Ich lasse sie mal hier liegen. Vielleicht müssen wir das gleich noch mal ein bisschen wiederholen. Und wenn das nichts werden sollte, dann machen wir es einfach noch mal. Ne? Da sind keine Farben, wo ich jetzt automatisch sagen würde, die passen perfekt zueinander. Ne? Also, das sind keine Blautöne, die ineinander übergehen. Das sind unterschiedliche Blautöne. Und ich verbinde das nur so ein bisschen. Ich gehe nur so ein bisschen rüber und trage das auf. Jetzt könnt ihr sagen, sieht furchtbar aus. Ja, kommt noch. Ne, ist noch alles noch nicht spruchreif. Es bleibt auch nicht so. So. Und hier oben lasse ich das mal hell. So, das wird gleich ordentlich gebadet, dann erkennt man eh gar nicht mehr, dass das wie und wo das sein sollte. So, jetzt nehme ich mein Fred Burlap für unten. Und dann kommt auch die Schablone drüber und wir wollen ja noch rumgrungen. So. Und das lasse ich auch so ein bisschen ineinander übergehen, weil ich ja sowas wie einen Boden haben möchte. Sagen wir es mal so. Soll ja sowas wie ein Boden werden. So, der Farbton passt übrigens, also Uncharted Mariner passt da super zu. Das Faded Jeans geht mir schon zu sehr ins Lila. Das heißt, also über Price Ribbon müssen wir gar nicht diskutieren. Price Ribbon kommt weg. Und ich gucke mal eben, ob ich noch einen weiteren. Ich habe mir jetzt mal Stormy Sky geholt. Das geht auch ein bisschen ins Lila, aber wir müssen ja auch hier drüber. Und ja, das darf jetzt ein bisschen so hier oben das wieder auffangen, was wir falsch gemacht haben oder beziehungsweise was komisch aussah. Das ist so ganz, ja, wie soll ich sagen, ganz leicht, ganz hell und hat aber auch ein bisschen von dem Lila drin, wie ihr seht. Ne? Also das ist wie so ein ganz, ja, helles Faded Jeans fast. So, jetzt gehen wir auch mal anständig hier rüber, um das zu vermalen. Es hat wirklich was von Stormy Sky, sehe ich gerade. So, und jetzt, ich habe das noch gar nicht alles richtig verblendet, ne? Das kommt alles noch. So. Jetzt gehen wir hier mal so richtig rein.
uns Uncharted Mariner und versuchen das mal so ein bisschen miteinander zu verquirlen. Wir gehen da gleich auch noch mit Schablonen lang, habe ich mir vorgestellt. Alles nur in meinem Kopf bisher. Alles nur in meinem Kopf. Wir gucken und vielleicht können wir das hier oben so ein bisschen auslaufen lassen, dass das hier oben auch blau-grau wird, aber nicht so krass, ne? Dass wir hier irgendwas haben und dann kann ich das ja wieder so in so einen Fred Burlap-Ton oder so übergehen lassen oben. Ich mache keine Sonne oder so dahin oder irgendwas. Also das soll jetzt nicht so realistisch aussehen, sonst wird das nichts bei mir. Also ich bin da nicht so realistisch. So. Hauptsache, ich schaffe das noch so ein bisschen zu verblenden. Ja, das geht ganz gut. Unser Fischi, so ja gleich davor, der gibt ja eigentlich den Farbton vor. Seht ihr das? Das sieht schon gar nicht schlecht aus und in der Flosse ist auch so ein bisschen Fred Burlap mäßig. Das finde ich ganz gut. So, ich blende das mal hier so rein. Dann haben wir hier so einen wilden Unterwasserboden. Ich bin ja echt kein Spezialist. Ich sage nicht, ich mag es nicht, aber es ist halt nicht meine Königsdisziplin, wo ich sage, da fühle ich mich mit wohl, so verblenden und Aquarellfarben und sowas. Das ist alles nicht so mein Ding. Aber es funktioniert immer irgendwie. Ich nehme jetzt wieder meinen Uncharted Mariner. Das ist halt ein bisschen sehr stark, aber ich finde das auch irgendwo sehr toll, dass das so kräftig ist, weil das ja schon hier irgendwie Wasser und das ist ja ein Prompt, ne? Und dann soll das ja auch sowas ja irgendwie wirklich symbolisieren, ne? So, wir brauchen irgendeinen Horizont. Irgendwie muss uns klar werden, wo das Wasser aufhört. Ich werde jetzt einmal den Fisch nochmal besonders abheben, indem ich hier mit Fred Burlap einmal rumgehe. Ich bleibe da auch drin. Ich werde jetzt nicht mit Schwarz hier an dem Fisch arbeiten. Der kann ruhig, also das Fred Burlap ist schon dunkel genug hier. Nur nicht auf dem Fisch. So. Einmal komplett rum. Der soll sich ja noch ein bisschen hier abheben, aber harmonisch von den Farben einfügen, ne? So. Hier einmal. So. So, ja. Sehr gut. Und ich überlege mir jetzt, wie ich das genau schabloniere. Ich glaube, ich werde gar nicht so viel mehr mit Schablonen machen. Ich glaube, nachdem wir dann gleich hier rumgematscht haben mit Wasser, ich werde jetzt nicht alles, was weiß ich, wie unter Wasser setzen. Ich habe hier noch so einen Rest Wasser in meinem Wassertankpinsel. Das werde ich benutzen und dann gucken wir mal weiter. Ich nehme jetzt aber ein paar Brushes. Wie gesagt, das sind ein paar Farbpigmente. Und ja, die verändern doch ziemlich stark. Das ist schon ziemlich viel, was ich hier genommen habe. Die verändern doch ziemlich stark dann alles. Und ich werde, glaube ich, ausschließlich hier unten damit arbeiten und dieses Prussian Blue nehmen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ist aber auch nicht so wichtig. Und das ist jetzt eine Überraschung. Ich tue meinen Fisch lieber weg. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, wie das wird. Ich tropfe jetzt einfach hier unten ganz viel Wasser hin. Ich hole noch mal ein bisschen mehr Wasser. Mir nehme ich zu wenig raus aus dem Wassertankpinsel. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen gesprüht haben. Ja, das ist besser. Viel, viel besser. So, ich sprühe jetzt hier im Endeffekt unten am Horizont lang, ne? Unter dem Himmel. Weiter nach oben soll das gar nicht. Soll ruhig noch ein bisschen mehr haben. Die sollen richtig aktiviert werden, die Brushes, ne? Ihr seht, so dann fängt das an so zu schwimmern und die werden sich auch verändern, die Distressoxide. Nehmen wir mal ein Tuch. Ich möchte nämlich nicht, dass die Pigmente, die hier runtergeweht wurden, meine Matte verfärben. Das kann nämlich auch sehr gut passieren. Die sind sehr stark. Deswegen mache ich das immer gerne schnell weg. So, und das lassen wir jetzt erstmal eine Runde trocknen. Ich glaube, hier unten, ja, hier gehe ich nochmal so lang, hier unten soll gar nicht mehr so viel passieren. Ich überlege nur gerade tatsächlich doch noch ein, doch wir nehmen doch noch ein bisschen Turquoise dazu. Das soll so richtig
so ein bisschen nach verzauberter Unterwasserwelt aussehen. So richtig hier. Okay. Ich lasse es trocknen, nehme den Föhn noch mit dazu und dann sehen wir uns noch mal, wie es dann aussieht. So, schon ordentlich Wasser. Also Wasser, prompt Wasser, spätestens jetzt. So schnell kann es gehen und so überraschend ist für euch bestimmt das Ergebnis. Ich kenne das schon, wenn man das trocken hat, sieht es ganz anders aus. Ein schönes Grün ist hier runtergetropft durch das Frayed Burlap. Ich glaube, das Tuch hier heben wir uns mal auf für coole andere Projekte. Ich finde, das ist eine super schöne Farbe. Ich nehme jetzt nochmal meine Matte drunter und werde hier unten nochmal ein bisschen mit Frayed Burlap nachfärben. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Das mache ich dann halt und dann gehe ich da halt nochmal drüber, wenn sowas verschwindet und nicht so den erwünschten Farbton erzielt. So, und dann können wir mit der Schablone jetzt hier unten nämlich direkt arbeiten, die wir uns selbst gemacht haben. Wer das Video verpasst hat, guckt mal in die Defemaremba Playlist. Das war die Serienfolge mit dem Notizblock. So, und ich denke mal, wenn wir das hier so ein bisschen grungiger machen, das schadet nicht. So, ich weiß auch noch gar nicht, ich glaube, ich werde mit der Nähmaschine hier nochmal drüber gehen, wenn wir das Insert drin haben, weil wir kommen ja an den Jungen gar nicht dran dann. So, das darf hier so sein, dass das aufsteigt. Ich werde hier aber auch nochmal an der Seite lang gehen, weil mir das dann doch ein bisschen zu wenig ist von dem Braun hier, ne? Dass das so ein bisschen verschwimmt. Dieser untere Teil soll nun mal nicht See, sondern Boden sein und da werden wir gleich unsere Unterwasserpflanzen befestigen, also stempeln und da sollen die ja so befestigt sein. Ich lasse das hier auch noch so ein bisschen reinlaufen. Seht ihr das? Und dann hat man so die Illusion eines Meeresbodens. Mir reicht das übrigens auch, ne? Also hier werde ich nochmal den Übergang gleich zum Himmel ein bisschen machen, je nachdem, wo unser Fisch hier rausspringen soll. Ne, das sieht so ganz gut aus. Das ist Himmel, das ist Wasser. Darf so bleiben, dadurch, dass dieser Rand, also hier oben haben wir ja kein Wasser hingemacht, hat ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass die schwarzen Pflanzen jetzt nicht zu sehr herausstechen, aber wir haben ja auch unsere Fische. Ich würde erstmal sagen, wir positionieren unseren Fisch, den lassen wir dann mal da liegen, wo er springt, wo er rausspringt. Da werden wir ja so eine Art Bogen mit Tropfen machen, hinmachen. So, so, der darf so springen. Na, und dann werden wir hier unten die Fische hinsetzen. Ich denke mal, den Fisch vielleicht hier hin. Was heißt die Fische? Ich habe nur noch einen. Ich werde den auch nur noch einen stempeln hier unten, der in die Richtung schwimmt auch. Ist, das ist zwar ein bisschen blöd, aber dann sieht das so aus, als sei das vielleicht ein gemischter Fischschwarm. Und hier unten dann den Seestern in Nähe des Bodens. Ich habe hier auch noch diesen Spruch rausgesucht von dem Stempelset von Stamperia, Seize the Day. Finde ich auch ganz witzig. Den können wir vielleicht auch noch draußen anbringen, beim Jungen, aber ich weiß noch nicht. Unterwasserpflanze können wir dann hier drunter setzen, eine. Aber nur so halb, so. Und die große Pflanze vielleicht hier so reinwachsen lassen. Gucken wir mal. Da würde ich jetzt einfach mal schauen. Ich will nämlich auch unbedingt meinen selbstgemachten Baum hier auch noch benutzen. Das soll auch dann so aussehen. Und den haben wir ja auch noch. Der hat richtig schöne. Ah, da ist auch so ein bisschen Boden bei. Ne? Ich überlege gerade, ob wir einfach hier mal so diesen Bereich nehmen, um das hier so reinwachsen. Ja, das machen wir als allererstes. Unter dem Fisch. Die Blubberblasen können auch direkt mit abgestempelt werden. Das Seepferdchen möchte ich gar nicht stempeln. Ne? Ihr seht, ich tupfe mit dem Stempelkissen jetzt nur den Bereich ein, wo die Pflanze ist. Und die andere würde ich dann auch gerne nehmen. Die werde ich jetzt hier einfach mal setzen. So. Die setze ich hier einfach und hoffe jetzt einfach, dass das gut aussieht an der Stelle. Ja, die erkennt man nur ziemlich schwach. Ist also gut, dass wir schwarz nehmen. Ist ziemlich schwach. So, und die andere werden wir jetzt auch noch nehmen. Die ist ein bisschen größer. Und ich überlege schon fast, die direkt daneben zu setzen. Ein bisschen den Boden so ein bisschen besser auslaufen zu lassen. Das sah doch sehr abrupt hier aus. Ich überlege es wirklich gerade, die so ein bisschen seitlich zu nehmen. Mal hier so ein Tuch, damit ich nicht ganz so viel...
Ja, das sind immer so Überlegungen. Oder vielleicht hier direkt neben, nach oben. Fände ich, glaube ich, noch besser. Ist natürlich bei durchsichtigen Stempeln immer ganz gut, dass man dann genau sieht, wo man hinstempelt. Das sieht man hier jetzt natürlich nicht. Aber das sollte gehen. Ja. Jetzt hat er leider hier unten noch so ein bisschen schwarz gehabt. Macht aber nichts. Da kleben wir gleich was vor. Ja. Ja, na ja, würde ich sagen. So, und dann nehmen wir mal die Pflanze und lassen die vielleicht hier so von der Seite reinragen. Und wenn wir die noch hier davor setzen, vielleicht fällt das dann nicht so auf, dass das so ein bisschen etappig geworden ist, sage ich einfach mal, so ein bisschen komisch von der Aufteilung. Eigentlich macht man das umgekehrt, ne? Genau deswegen macht man das umgekehrt. Bei Mixed Media Stempeln. So, die haben ja auch keine Klebefläche hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die haben natürlich keine Klebefläche. Die kann man so benutzen, wunderbar. Dann gucken wir mal. So, ja, das vertuscht das zumindest ein bisschen. Ich könnte jetzt, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen da ein bisschen mit dem Wasser, mit einem grünen Aquamaler beziehungsweise mit Aquarellschriften gleich drüber, damit das hier so noch ein bisschen mehr Kontur bekommt. So, der Fisch, der darf jetzt erstmal hier rein. Das ist alles Hintergrund, ne? Wir stempeln quasi so einen Unterwasser-Hintergrund und das bleibt auch alles im Hintergrund. Und ich würde, wenn das jetzt hier mir allzu durcheinander aussieht, dann werde ich hier noch so ein Stück Platz zum Schreiben hinmachen. So, ich setze jetzt den Fisch aber doch weiter hier rüber. Sonst sieht das nicht so hübsch aus mit dem Fisch, der da springt. So, und ich hoffe, der stempelt sich jetzt gut ab. Ja, das ist aber schön. So, wir können ja noch mal einen hier, so als ob hier noch so einer hinterherkommt. Also den doppelt stempeln. Ich bin froh, dass ich diese Stempel noch gefunden habe. Sonst wäre das gar nicht, aber nicht so vollständig, sondern als ob der hier so jetzt gerade reinschwimmt. Nee, so runter. So, ne? Ja, einfach der taucht so runter und der andere springt so hoch. Dann ist das so ein richtiger Schwarm. Und dann gehe ich einmal mit Blau und einmal mit Grün gleich hier noch lang. So, und dann wollte ich ja unbedingt noch den Seestern hier unterbringen. Dann können wir ja hier auch wieder so ein bisschen drüber setzen noch. Wird vielleicht ein bisschen voll jetzt, aber das war eigentlich auch Absicht. Setzen wir den wirklich hier rein? Ja, wir setzen den hier rein. Zwar so, dass es sich gut abdrückt, hoffentlich. So, ja, gut. Dann sieht das hier nicht so ganz blöd aus. So ein bisschen blöd. Finde ich aber nicht verkehrt. Also es ist nicht schlecht. So, ich nehme jetzt meine Möchtegern-Alge hier. Finde nämlich, dass das auch nach Alge aussieht, wenn das so hoch steht. Ist ja der selbstgemachte Stempel. So, hier. Stempel den mir hier hin. Ah, super, es sieht auch richtig nach Alge aus, oder? So, und dann nehmen wir noch die hier. Die ist so ein bisschen feingliedriger und ergänzen die dann hier und vielleicht hier in der Mitte. Dann haben wir so eine richtig schöne Unterwasserwelt geschaffen. Ja, hier ist ein bisschen wenig Platz jetzt gerade auf dem Tisch, ne? Ich brauche die auch gar nicht so ganz flächig eintupfen eigentlich, aber. Naja, gut. Also heute geht es nicht mit sauberen Fingern, das sage ich auch gleich. Also hier oben einmal bis zum Fischi. Ja, genau. Und die muss ich noch mal irgendwo haben hier, damit ich den Rest auch noch hier abgestempelt bekomme. Ich finde die nämlich sehr hübsch. Gehe da noch mal drüber. Überlege gerade, ob wir uns das Bild jetzt hier verschandeln, wenn die hier so hoch wächst. Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht da drüber. So. Und wenn nicht, haben wir jetzt Pech gehabt, weil es zu spät ist. So. Doch, das sieht gut aus. Das ist okay. Keine Augenweide, aber okay. Hier unten muss noch irgendwas vor. Und ich überlege gerade, ob wir noch einen weiteren Stempel benutzen. Nee.
mach mal nicht, lassen wir so. Es wird einfach zu viel. Ich mach mal hier sauber. Aber hier muss auf jeden Fall in den Vordergrund noch ein bisschen diese Koralle. Und wir haben keine Blubberbläschen bis jetzt gemacht. Und ich habe ja noch vor, hier so Blubberbläschen in die Richtung zu machen, dass das so eine Art Bogen ergibt. Und das habe ich mir gedacht, hätten wir mit der Schablone schön machen können hier, ne? Machen wir das mal. Ich weiß nur nicht, ob ich das so hinbekomme. Das ist halt nicht ganz so passend. Aber die Fische bekommen jetzt erstmal hier Blubberbläschen. So, Blubberbläschen einmal hier. So, ich nehme die auch nur so ganz. Und einmal hier. So, die haben jetzt ihre Bläschen. Ist ein bisschen schwarz jetzt hier, ne? Also, ich hebe das gleich noch ein bisschen hier hervor. Das Grün und dieses algige, seegrasmäßige. Ich muss hier noch irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, wo es hinkommt. Vielleicht, um hier eine Verbindung untereinander noch zu schaffen, hier so hin. Und hier unten gar nicht, weil sonst ist das schwarz in schwarz. Ich stempel das jetzt mal hier zwischen. Dieser Übergang von diesem Boden gefällt mir gar nicht. Gar nicht. Das kann natürlich jetzt alles verschlimmbessern, das kann aber auch besser aussehen. Nee, ich finde das okay. Jetzt sieht es aus, als sei das alles voll. Von vorher sah das aus, als sei es nicht gewollt. So, hier mache ich das auch nochmal hin. So ist es super. Jetzt ist es zwar auch sehr schwarz, aber als sei es gewollt. So, hier nochmal hin und hier nochmal hin. So, das lassen wir. Das ist in Ordnung jetzt. So, mehr, bloß nicht mehr. Ne? Ah, vielleicht einmal nochmal, das sieht auch wie eine einzelne Koralle aus. Vielleicht einmal nochmal da unten. Dass die hier so im Vordergrund ist. So, nur mit so einem Tüpfelchen. Ja. 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 Gut. So. Fertig. Jetzt kolorieren wir das noch so ein bisschen. Das, was ich unter Kolorieren verstehe, beziehungsweise das, was ich nur kann, ne? Da bin ich überhaupt keine Expertin für. So, ich benutze die von SU hier. Wie ihr seht, bin ich da nicht so fleißig drin im Kolorieren. Ihr könnt hier alle möglichen Aquarellstifte, die ihr da habt, benutzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel und ich habe nun mal nur diese da. So, und ich koloriere auch ganz stümperhaft, indem ich hingehe und ich habe normales Kopierpapier übrigens genommen. Ich dachte gar nicht, dass ich hier so viel rummatsche. Indem ich das anfärbe und dann mit Wasser drüber gehe. Das ist alles. Mehr mache ich nicht. Ne? Ich färbe das jetzt so ein, wie es schön aussehen könnte. Benutze auch gar nicht viel Wasser, gehe da einfach nur ganz schnell drüber, weil das normales Kopierpapier ist, wie gesagt. Und wir haben ja im Hintergrund Distressoxid benutzt. Das heißt, ein Kunstwerk wird das eh nicht mehr. Aber es hilft dabei, das Bild zu gestalten. Wisst ihr, was ich meine? Dass man wirklich so eine Art Bild bekommt und das nicht einfach so dahingestempelt aussieht. Ne? Das, ja. Das dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen, gar keine Frage, aber ich finde, das ist nötig und das hilft jetzt auch wirklich dabei. Ich nehme jetzt hier eine andere Farbe auf der Seite. Ich überlege gerade, ja, das zweitdunkelste, weil das dann ein bisschen anders aussieht. Ich mische hier zwei Farben, würde ich sagen, damit wir noch so ein bisschen was hier, ja, dass sich das unterscheidet zu dem anderen Grün, ne? So, machen wir das hier hin. So, ich male hier noch ein bisschen rum, die Fische vielleicht noch so ein bisschen blau und dann seid ihr wieder mit dabei. So, ich nehme mir jetzt mal, erstmal bevor wir hier die Blubberblasen, davor habe ich nämlich ein bisschen Angst, deswegen mache ich das ganz zum Schluss. Die Blubberblasen machen hier mein Fred Burlap und gehe hier nochmal oben lang, um das alles so ein bisschen miteinander zu verbinden. Ich nehme jetzt die schwarze Tinte und ich färbe mir einfach nur einzelne kleine Bläschen hier erstmal ein, die so im, ja, wie so ein Halbrund nach oben gehen. Also, dass man sowas wie eine Art Kreis hier erkennen kann.
Das hört sich jetzt doof an. Ich zeige euch jetzt, was ich meine, wenn das eingefärbt ist. So, den kann ich auch noch mitnehmen und den auch noch. So, jetzt sind nicht alle eingefärbt, sondern das zieht sich wie so eine Linie nach, also wie so ein Halbkreis nach oben. Und wir stempeln das jetzt einfach mal hier, so als würde er ausholen und aus dem Wasser springen. Oh ja, ich glaube, das ist ganz gut. So, genau, er springt so. Und dann auch nochmal so nach unten. Dann machen wir das Gleiche nochmal. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Bogen. Und jetzt sieht es aus, als würde er hier so springen. So, so. Und wie gesagt, das ist der, der hier aus der Herde, Quatsch, aus dem Fischschwarm ausbüchst und einfach mal, ja, frische Luft schnappt, anstatt unten zu bleiben mit den anderen. Der ist freiheitsliebend, würde ich behaupten. Passt. So. Nicht ganz so steil. Weil er geht ja wieder zurück, ne? So, ich glaube, das ist ganz gut. Oh je, jetzt habe ich hier geschmiert. Versuche ich noch ein bisschen zu kaschieren. So, wunderbar. Und setze hier so einzelne Tüpfelchen. Weil das sieht mir ja auch zu gleich aus. Und gehe hier nochmal lang, färbe den vielleicht so ein bisschen ein. Dadurch, dass das jetzt verschmiert ist, darf das auch so ein bisschen so aussehen. Jetzt hier noch so ein Tupfel hinter. Ich habe nämlich genau zwei gleiche Blasen nebeneinander gestempelt. Das missfällt mir immer so ein bisschen. Hätte ich vielleicht direkt händisch machen sollen. So. Ich darf dann auch noch hier ein Bläschen kriegen und hier vielleicht drunter. So, das ist okay. So. Gehe da nicht mehr dran. Ich finde, die Fische sehen jetzt ein bisschen lebendiger aus. Das darf noch ein bisschen trocknen. Ich klebe das jetzt hier erstmal auf die Innenseite. Das darf vor sich hin trocknen, während es klebt. Ich gehe da gar nicht groß innen rein. Das darf ein bisschen frei sich bewegen. Ich habe nämlich immer das Problem, oder beziehungsweise das ist auch bei, ich glaube, das ist sogar bei den echten Einlagen von den Umschlägen so, dass beim Falten dann sich sehr stark verändert und wellt. Und wenn das lose ist und so ein bisschen flexibel ist, dann ist das nicht so schlimm. So, super. So, ich suche die ganze Zeit schon rum, ob, ich weiß nicht, schwarz gefällt mir, glaube ich, in dem Fall am besten. Und wisst ihr, was wir noch vergessen haben? Ich nähe jetzt einmal innen hier rundherum, dass wir da auch noch die Naht haben. Und ich weiß nicht, irgendwas fehlt hier noch hinter. Ich würde den wieder ein bisschen anlösen und da vielleicht auch noch hier so hier und da ein Schildchen hinsetzen. Ich suche mal und nähe. So, was ich jetzt noch gemacht habe, ist noch mal alles so rauszusuchen, was so ein bisschen bläulich ist. Auch wieder aus so Tim Holtz Snippets und aus den normalen Paketen. Ich kann, und eine Briefmarke auch aus aus irgendeiner Kollektion davon. Ich kann euch nicht mehr sagen, ich habe die in einem Ephemera-Hole da drin. Ich kann euch nicht genau sagen, woher die kommen. Ja. Das, aus welchem Paket, aus welchem Set. Es tut mir wirklich leid, aber die sind teilweise echt schon lang bei mir drin. So, ich frage mich die ganze Zeit, was wir aufschreiben können, während wir inken. Ich glaube, ich lasse das, wie es häufiger bei Wache, auch wenn ich unentschieden bin, noch frei und trage mir beim Journalen später etwas da ein. Ich habe so alles rausgesucht, was so ein bisschen blau ist. Ne, ihr merkt das vielleicht. Guck mal, es glänzt so ein bisschen. Ich möchte jetzt hier in der Ecke, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Das nehmen wir noch dazu. Und das Kleine. Oder das Große, eins von beiden, aber sonst wird mir das zu viel hier. Und dann malen wir, das kleine Schild braucht es noch. Und dann malen wir noch einen kleinen Boden für den werten kleinen Herrn hier. Der schwebt mir nämlich zu sehr in der Luft. Und dann nehme ich einfach den schwarzen, normalen, stabile All für. Und werde dann ein bisschen Wasser nehmen, um das zu vermalen. So, ich vermale das so ein bisschen nach außen weiter. Und ich zeige euch noch eben, wie das aussieht. Sehr schwarz geworden. So schwarz sollte es nicht werden. Egal. Ach, die haben wir noch vergessen.
nehme ich jetzt wie ein Brief jetzt hier oben auch. Ich werde das jetzt gleich noch mit ein bisschen Wasser noch weiter auflösen. Das ist mir noch zu stark. So, und wir müssen noch falten. Ihr seht, das Innenleben strahlend blau und schön. Und wir brauchen noch einen Verschluss, hatten wir das. Und wir kleben jetzt hier einfach mal schräg. Dann sieht das nämlich auch nicht so komisch aus, wenn wir das öffnen, den hier auf. Finde ich auch irgendwie sonst ein bisschen schade, den nicht zu benutzen. Und ja, ich hole mal eben die Crocodile und wir machen da noch ein Löchlein. So, ich habe mir gerade überlegt, das sieht doof aus, wenn wir hier unten noch irgendwas kaputt machen. Oben stört es, glaube ich, jetzt nicht so, wenn wir das hier oben machen. Ich glaube, ich werde da einfach eine Kordel langziehen. Ich zeig euch das. So, einmal so. Och, ich glaube, wir brauchen auch gar keinen Ringlochverstärker oder so. Das ist ganz gut gelungen. Deswegen habe ich auch die große Crocodile genommen. Die funktioniert bei mir einfach ein bisschen besser. So, Fliegefisch, den müssen wir noch hier so richtig schön festkleben, sehe ich gerade. Sonst knickt der mir hier zu doll. Und dann klebe ich jetzt hier sowas drüber. Wir könnten auch das jetzt einfach mal, wir nehmen das einfach als Verschluss. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Mal ein bisschen anders. Dann können wir zwar das englische Wort diesmal nicht mehr lesen, finde ich aber gar nicht schlimm. Ich klebe das jetzt zusammen. Fällt mir jetzt gerade so in die Hände und das nehmen wir jetzt einfach. Wir hätten das auch gar nicht, auch gar kein Loch machen müssen und dann hätten wir das einfach so klemmen können. Ja, egal, machen wir da noch ein Brett dran oder so. Dann nehmen wir wieder eine von unseren. Oh, wir haben ja auch noch so schöne Fischcharms, ne? Dann nehme ich einfach ein. Passt das? Ja, sehr gut. Und ich suche jetzt noch den Fischcharm. Und weil ein Fisch braucht, also das Wort Fisch braucht natürlich einen Fisch. Und dann sehen wir. Nee. Den Fisch habe ich schon beim Seepferdchen benutzt. Ich werde jetzt einfach hingehen und hier eine Perle auffädeln von meinen Adventskalenderperlen von der Ute. Ich glaube, das klappt hier gerade eben so tatsächlich. Und dann, ja, ach, guck mal, wie hübsch. Dann ist hier ein Seestern dran und kein Fisch. Egal. Sieht gut aus. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem Prompt 20. Ich zeige euch das nochmal. Unser fliegender Fisch mit Wasser. Also Wasser haben wir genug. Und vorne unser Junge, der den Fisch geangelt hat aus dem Wasser. Und ja, das war unser Prompt 22. Wir sehen uns morgen zu 23. Man kann es kaum glauben. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Noch einen schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben.